Und damit herzlich willkommen hier wieder zurück zu einem weiteren Part von Race Driver Grid. So, das letzte Mal hat man in der B-Liga in den USA erfolgreich eine Driftschlacht abgehalten. Und weil ich so begeistert war von meiner eigenen Leistung, würde ich mal sagen, wir machen das gleich nochmal, aber diesmal in Japan. Driftschlacht, Remus Drift Battle. Wir gucken mal ganz kurz. Drei schöne Strecken gibt es hier, die sind relativ lang. Natürlich wissen wir auch, die Japaner sind im Driften besser als die in den USA. Von daher wird das jetzt eine größere Herausforderung. Wir nehmen natürlich wieder unseren Mazda RX 7FD3S. Der war nämlich einfach geil. So, wir behalten auch wieder, wie das letzte Mal, die Heckkamera dran. Denn mit der komme ich eigentlich am besten zurecht. Zumindest beim Driften und auch beim Rennen ist es gar nicht so schlecht. Wenn wir dann natürlich wieder in die normalen Rennen übergehen, werde ich wieder die Cockpit-Perspektive oder auch bei den ganz engen Kurven natürlich die Stoßstangenperspektive nehmen, weil geht halt besser. Ich mache es natürlich auch so, dass es spektakulärer aussieht. Und ich finde, da haben wir eigentlich einen guten Kompromiss jetzt gefunden. Meine Nase juckt scheiße. So, jetzt. Wie er immer gleich meckert, ne? Ich meine, ich bin Letzter, ich weiß. Aber... So, komm, Genie Boy. Genie Jungie Bob. Ey, im Driften. Einen mitgegeben. Mein Kollegen eiskalt überholt. Zack. Sehr schön. Sehr schön. So läuft das mit. Wie viele Punkte? Los, komm. Addiere jetzt die Punkte. Zack. Oh. Diese Pappkartons waren dann doch ein größerer Widerstand, als ich dachte. Mit 120.000 auf Platz 1 hier. Könnten die mal bitte aufhören, mich ständig anzurammeln? Es geht hier ums Driften. Das ist hier kein Drag Race. Okay. Es ist immer sehr nett, wenn mein lieber Teamkollege gleich am Anfang sagt, es geht hier auch um die Platzierung, nicht nur ums Driften, wenn ich vom letzten Platz starte. Ich glaube, der hat es nicht ganz begriffen. Ah, da hätte ich ein bisschen besser ausholen sollen. Okay, ich gehe... Nee, warte mal, das machen wir nochmal anders. Da habe ich irgendwie gänzlich den falschen Winkel jetzt erwischt. So, das kann man so hinnehmen. Ist nicht gut. Aber jetzt ein bisschen außerhalb. So. Und jetzt wieder schön driften. Okay, zählt alles nicht. Keine Ahnung wieso. Ich fand es eigentlich ganz gut. Ich war gerade selbst von mir begeistert. So. Aber der Kommentator, der freut sich über Honcho Kondom. Ich weiß nicht. Ob der gerade irgendein Porno guckt mit Verhütungsmitteln oder ob der hier noch am Ball bleibt. Ne? Das ist natürlich eine berechtigte Frage. Aber er versteht mich nicht. Ja, das ist natürlich zu weit außen hier. Das gibt zu wenig Punkte. Das ist klar. Aber Multiplikator mal 8, die nehmen wir die Punkte. Die nehmen wir jetzt einfach mit heim. Ja, war jetzt nicht so ein guter Winkel beim Driften, aber meine Güte, geht nicht immer. So, also ich finde jetzt ganz ehrlich, die zweite Runde, die läuft eigentlich schon. Ah, das war herrlich. Und okay, da habe ich ein bisschen zu viel aufs Gas gelatscht. Aber ansonsten wäre es gar nicht so verkehrt gewesen. Ja, wo geht's lang? Nein. Das muss man leider zurückspulen. Shit, ey. Manchmal ist es wirklich so, da sehe ich einfach nicht. Da blitzen hier die komischen Pfeile auf und ab. Und abbremsen, Punkte einheimsen. Fertig. Ah ja, gehen Sie ruhig vor. Hier braucht man Geschwindigkeit. Hier zählen sonst die Punkte nicht. Alter, Leute, geht weg. Junge, da sterben sie ihre komischen Werbeplakate mit rot-weißen Dingern auf. Geht doch nicht. Der Anfang ist ganz geil hier. Ey, der da vorne, der brettert aber auch was runter, ne? Okay, nicht so viel Gas geben. Man muss hier wirklich mit der R2-Taste spielen. Sehr schön. Okay, Freund Blase, dich kriegen wir auch noch.
Schön eine mitgeben, oder? Schön eine mitgeben. Was sagt ihr? Ich find's geil. Okay. War ich da eventuell noch dran? Wir spulen mal zurück. Mal sehen, ob ich ihn erwischt habe. Oh, wir dürfen nur noch einmal zurückspulen. Also nochmal so ein Ding darf ich mir nicht leisten. Haben wir eine mitgegeben? Ja. Wir brauchen irgendwie noch eine andere Kamera. Auf jeden Fall haben wir eine mitgegeben. Aber was passiert mit ihm? Naja, gut, er hat ordentlich eine mitbekommen, dreht sich auch, aber Alter, ist das einfach geil, ist das geil. Also diese Wiederholung haben sie sowas von genial gemacht. Und da haben wir uns leider zersäbelt. Okay, also das wird so nix. Wir müssen das Ding jetzt einfach nach Hause fahren. Das ist jetzt zu gefährlich. Zumal ich auch nicht weiß, ob die Wiederholung dann nicht auch fürs nächste Rennen noch gelten. Oi, da konnte er sich aber noch gut abfangen, ja? Ja, am liebsten würde ich ihm natürlich jetzt noch schön eine reindrücken, aber... Nee. Völlig regulär überholt. Völlig regulär. So, jetzt das Ding jetzt erst einmal nach Hause fahren. Und das ist doch mal ein schöner Abschlusstriff. Mit 1 Million. 1,5 Millionen. Wir runden jetzt mal ein bisschen ab. Wir haben es hier auch. Fahren wir hier das Ding auf dem ersten Platz heim. 20 Punkte kriegen wir. Rick Scott hinter uns. Das war gar nicht der, der eben hinter uns war. Das war doch irgendwer anders. War das Kazushiro Tanaka? Ich habe keine Ahnung. Aber das war doch nicht der. Also der mit uns da vorne das schöne Battle abgehalten hat, der war jetzt nicht so der größte Driftkönig. Der fuhr das Ding wahrscheinlich nur als Rennen. Vielleicht sollte er sich dieses Erklärungsvideo nochmal angucken. Der hat doch irgendwie das Team, das hier nicht begriffen, wie das funktioniert. Alter Latz, jawohl. Und wir kriegen auch unsere schönen, wo ist denn hier eigentlich das Geld? 7.000, ne, 10.500. Cobra, Alter. Ja, unser lieber Teamkollege, der ist im Sparmodus. Und zwar nicht im Spritsparmodus. Den muss ich zahlen. Okay, es geht los. Jing, ey, bloß jetzt. Jetzt ist deine Zeit gekommen. Deine Sternstunde. Was du nicht sagst. Ich versuchte gerade erstmal zu driften. Ach, das ist echt... Es ist schon geil gemacht, dass man jetzt wieder so eine schöne offene Strecke hat. Aber es halt fährt sich wieder gänzlich anders. Obwohl wir die ja schon das letzte Mal hatten, ne? Die kommt mir doch gänzlich bekannt vor hier, diese Strecke. Ja, Jing Ape, wir haben uns jetzt auf dich ein bisschen eingeschossen. Du musst jetzt hier was bieten. Du bist live auf YouTube. Sorry. Da habe ich meinen Kollegen kleinen Tritt mitgegeben. Hui. Zack. Und gleich wieder drin. Eiskalt hier vorgeprescht. Alter, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Unglaubliche Drift. Hier kann man nochmal so andriften. Ja, aber genau. Das wollte ich das letzte Mal auch schon machen. Andriften, um den Multiplikator oben zu halten und jetzt hier schön weitermachen. Du musst dich darauf konzentrieren, Drifts auszuführen, wenn du eine Gewinnchance haben willst. Alter, was redet er gerade? Du kannst aufhören mit reden. Du kannst einfach aufhören mit reden. Addiere einfach meine Punkte und freue dich mit uns. Mach schon mal die Champagnerflasche kalt. Die kannst du schockfrosten. Ich bin gleich da, Freundchen. Ja, ja, ja. Die Punkte, die fahren wir jetzt einfach heim. Zack. Wir sind aber auch so weit vorne. So. Wie viele Runden sind das hier? 4. Jetzt wollen sie es aber echt wissen. Jetzt wollen sie ja wirklich den Punktezähler hochtreiben ohne Ende. Alter, er feiert voll ab. Das ist doch nicht das Rennen, was der hier sieht. Der sieht doch hier irgend so ein komisches Pokémon-Turnier, oder? Ist das nicht immer so? Schreien die da nicht so rum? Alter, Multiplikator macht. Komm, nochmal andriften. Ah, zu spät, zu spät. Ja, durch den Dreck driften geht auch. Haben wir ja mitbekommen. Ist hier gar nicht so unüblich in Japan. Ich habe mich da nochmal erkundigt. Das ist hier durchaus legitim. Das ist auch... Der Fachbegriff heißt dafür Dreckdrift. DD.
Das ist hier nicht die Brustgröße Doppel D, das ist Dreckdrift. Auf Englisch Dirtdrift. Ja, passt alles. Ne? Man muss gewisse Sachen einfach nur überzeugend rüberbringen, dann wird es einem auch geglaubt. Auf Echtheit wird doch hier eh nichts mehr überprüft. So, komm her. Ey, wir sind aber so weit vorne. Sehr schön, Multiplikate auf 6. Es läuft. So, jetzt können wir hier nochmal Multiplikate versuchen auf 8 zu kriegen. Aber schaffen wir es mal noch höher. Gerade diese Kurve hier. Mit der kann man durchaus, jawohl, jetzt schön und jetzt nochmal andriften. Ah, shit. Scheiße, Mann. Da hätte ich natürlich gerne jetzt nochmal einen Multiplikator hochgetrieben. Einer hängt wieder hinten dran. Wer ist denn das? Keine Ahnung, wird kein Name angezeigt. Wir können uns ja oben auf die Platzierung, die da stehen, nicht verlassen. Das ist ja dann schon unter Einberechnung der Driftpunkte. So, jetzt konzentrieren. Komm, das wird die Runde, wo die Reifen einfach weggebrüht werden. Multiplikator auf 7. Okay, das reicht uns nicht. Sehr geil, sehr geil. Jetzt treiben wir es hoch. Jetzt treiben wir es hoch. Entschuldigung, wer auch immer das hier hört. Ja, der gemeine Dreck trifft. Doppel D. Und jetzt noch der A, D, Asphalt trifft. Shit, okay, da habe ich mich echt vergriffen. Fuck, ey, guck dich das an. 9 Millionen. Das wäre es natürlich echt gewesen, hätten wir jetzt hier die 10 Millionen noch geknackt. Ja, wenn wir jetzt hier nochmal so einen machen. Nein, na gut, ist nicht mal knapp, ist nicht mal knapp. Also würde ich jetzt, nein, wie knapp. Die 10 Millionen, da hätten wir wahrscheinlich echt, gerade diesen Multiplikator mal 10, da habe ich mich halt verdriftet. Da hätte ich theoretisch einfach zurückspüren müssen. Da hätten wir es vielleicht geschafft. Aber da sage ich mir dann auch lieber einfach mal, komm runter, lass dir die Punkte gut schreiben und dann ist gut. So, wir sind auf Platz 1, alle sind auf Platz 1, alle freuen sich. Zumindest aus meinem Team. Und besonders ich. Mein Kollege freut sich gerade nicht. Ich freue mich ehrlich gesagt auch nicht, wenn ich das sehe. Vielleicht sollte ich dann doch nochmal darüber nachdenken, einen anderen Teamkollegen ans Werk zu lassen. So, letztes Rennen für diesen Cup. Ich habe weder das Driften noch die Geschwindigkeit raus, Junge. Das siehst du doch gerade. Hör auf, mich immer zu anzumachen. Das macht mich ganz nervös. Alter! Jing, ich gebe dir einen Kick. Es ist so krass, wenn hier ein Unfall passiert. Ich finde es auch sehr schön, dass die Gegner hier so Unfälle provozieren. Das hat mir wirklich tatsächlich so ein bisschen bei Need for Speed Shift gefehlt. Ist zwar auch mal passiert, Wand. Aber doch eher selten. Die fuhren tatsächlich beinahe perfekt auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad. Und hier ist es dann doch realistischer gehalten, dass hier einfach mal so ein paar Manöver passieren würde. Denkst du, Gott, wie kann das passieren? Und in der nächsten Kurve passiert es dir dann selbst. Ja, der vor uns hat es natürlich echt drauf. Das muss man sagen, der hat es mit dem Driften drauf. Hui, das war ganz schön knapp. Sehr schön. Oh, fuck, die Ducky. Okay, da müssen wir mal zurückspielen. Ich hätte gedacht, dass da irgendwie so Wasserpylonen sind, die man vielleicht umnieten können. Aber, nee. Warte mal, wo waren das? Hier. So, diesen Drift. Jetzt rechts rum und direkt abbremsen. Oder gleich wieder Stoff geben, um gerade zu kommen. Yes. Das ist aber auch gemein, oder? Da stellen sie da diese Poller hin. Und dahinter ist trotzdem Betonpfeiler. Ich meine, was bringt das dann? Alter, die Kurve ist böse hier. Die ist echt böse. Oh,
glaube, wir haben gerade mit unserer Aktion ein wenig für Unruhe gesorgt. Hallo. Oh, oh, oh. Guck mal da, da ist einer auf Platz 1 gerutscht. Und der hat verdammt viele Punkte. Der hat es aber auch drauf. Hier, Katsurio, Oreo Katsuri. Oder so ähnlich. Also dieser eine Keks da. So, dann wollen wir nochmal. Mal gucken, was man hier an den Punkten noch ein bisschen verändern kann. Zu unseren Gunsten. Meine Güte, die bremsen aber auch manchmal ab. So ein bisschen Schwung braucht man halt auch zum Driften, ne? Ich bin jetzt nicht so der Drift-King. Aber das habe ich begriffen. Ah, wir sind immer noch auf Platz 2. Ey, diese LKW, die sie einfach direkt hinter die Ecke meine gestellt haben. Da darf man doch nicht parken. Ist das nicht so? Bis zur nächsten Ecke erstmal 5 Meter Abstand oder so, bis zum Zebrastreifen. Ganz ehrlich, ich finde, hier sollte man ruhig mal ein Knöllchen verpassen. Diese Kurve, ey, ich gebe ganz leicht Gas, ich komme da nicht rum. So, jetzt das Ding einfach gerade runterfahren. Wir sind Erster, theoretisch kann es uns kann doch gar nichts mehr passieren. Alter, hat der viele Punkte. Na, ich glaube, das ist nicht so gut, dieses ewige Hin- und Hergeeier, wenn man so langsam ist. Ja, jetzt kriege ich gerade extrem wenig Punkte. Ich bin gerade ein bisschen raus. Ich bin raus aus der Nummer. Ich hab innerlich schon abgeschlossen und habe mich mit dem zweiten Platz so ein bisschen angefreundet. Ich meine, ist ja auch nicht schlecht. Insgesamt in der Wertung sind wir Erster. Ui, das war knapp. Okay, jetzt vielleicht auch nicht die Bude schrotten, ne? Das wäre... Der hat einfach schon eine Million Punkte. Oh, 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 oh. Na gut. Na gut. Jetzt will ich es als Erster hier noch durchs Ziel fegen. Oh Gott, da vorne unser Auto, da hängt ja gar nichts mehr dran. Das ist ja sozusagen nackig. Das ist ja nackig. Ach, naja, was soll's. Wir wollen ihm auch so ein kleines Erfolgserlebnis gönnen, muss man ja auch sagen. Ne? Es ist so ein bisschen wie ein Hundebracket hinwerfen, damit er sich freut, damit er am Ball bleibt. Damit er auch beim nächsten Rennen wieder parat ist beim, wie heißt denn das eigentlich hier, Drift, Bergdriftrennen oder so ähnlich. Der Berg ruft. So, los, komm, wir wollen unser Geld haben. 58 Punkte, da hinter uns sind 48, das ist natürlich schon ein wenig ein Unterschied. Sehr, sehr schön. Das ist so krass, oder? Wir sind Zweiter. Und wie wenig Geld wir jetzt kriegen. Weil wir halt einfach nur die Sponsoren ausgesucht haben, die uns nur Kohle geben, wenn man mit dem blank polierten Wagen auf dem ersten Platz ins Ziel kommt. Ja, okay. Ein beeindruckender Sieg. Da lacht das Bankkonto. Ja, da lacht ein Schlüpfer. Oh, neue Sponsoren. Durch die Arbeit für andere Teams. Ah, die wollen mit ihrer Arbeit für andere Teams. Ich will nicht für andere Teams. Die sollen für mich arbeiten, nicht für die. Ich bin hier der Chef. Das Rennen bestehen oder das Rennen bestehen. Ist also gehupft wie gesprungen. Was nehmen wir hier? Sechs. Was? Das Rennen ohne Schäden. Ja, na, ja, du mich auch. Zieh einen Fahrer 5 von Position. Sehr gerne. Mach mal. Dann hauen wir das hier noch raus und machen Zieh einen Fahrer. An dritter Position ohne Schäden. Dritte Position. Nehmen wir den hier noch. JVC. So. Was ist eigentlich Branding? Wir gucken mal ganz kurz rein. Ach, das war das hier. Die Teamfarben mit Schwarz, Weiß, Rot, die lassen wir natürlich. Die finde ich eigentlich ganz null. Die Doppel-Null sind wir sowieso. Aber wir können mal gucken. Wir können mal gucken, was haben wir hier noch Schönes drin. Da sieht man ja gar nichts. Das ist, obwohl, sieht eigentlich ganz nice aus, ne? Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Die Flügel hat man schon mal ausprobiert. Ich meine, Feuer ist immer geil. Feuer ist der Klassiker. Feuer ist halt... Was ist das hier? Nee, nee. Ganz ehrlich, nein.
Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Nee, nein. Es tut mir leid, das ist ja wie diese Sailor Moon Wolke oder irgend so ein Krempel. Nee, Spider-Man, aus der Zeit sind wir lang raus. Auch wenn das neue Spiel nicht schlecht sein soll. Die Feuersäule, die Dark Souls Feuersäule, geil. Ich weiß, von der Lackierung her nicht ganz so geil, aber ich liebe so Feuereffekte. Auch schon schön billig gemacht. Das ist mir zu klatschig. Was haben wir hier noch? Das Rote Kreuz Auto. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, oder? So schön eingeteilt. Hat auch so einen gewissen Warncharakter, wenn wir hinten rot sind. Vielleicht fährt uns der Kollege da nicht so oft aufs Heck. Das ist schön. Das gefällt mir richtig. Das gefällt mir. Irgendwie bin ich... Also es ist gewöhnungsbedürftig. Ich finde Feuer immer noch geiler, aber... Gefällt mir. Ich sehe gerade, dass unser Kollege da hinten immer mit umlackiert wird, ne? Das ist ja geil. Aber ich würde das jetzt mal nehmen. Ich finde das richtig schnieke gerade. Man sieht auch das Cobra richtig schön. Ich finde das auch übrigens richtig schön, dass man hier die Kratzer drauf sieht. Ist ein schönes Detail, gefällt mir. Das nehmen wir, Leute, das nehmen wir. Das und nichts anderes. Ich würde sagen, wir beenden den Part und machen das nächste Mal weiter. Und zwar mit Bergab Drift. Ich bin gespannt, was das ist. Ihr wahrscheinlich auch. Wie ein Flitzebogen. Gehen wir nächstes Mal auf den Cup hier. Downhill Drift Festival. Haut rein.